Die Worte, die Modern-Talking-Legende Thomas Anders zuletzt über seinen Instagram-Kanal verlautbaren ließ, sind traurig. Es sind Nachrichten, die auch seinen engen Freund Florian Silbereisen betreffen. Wir erinnern uns, Florian Silbereisen und Thomas Anders haben in den vergangenen Monaten eng zusammengearbeitet. Seit der Modern-Talking-Star entschied, sich dem Schlagergenre zu widmen, ist er aus den Shows des Traumschiff-Kapitäns kaum noch wegzudenken. Florian Silbereisen trifft Entscheidung. Fans verärgert. Sogar ein Album hatten Florian Silbereisen und Thomas Anders aufgenommen. Am Wochenende wollte das Duo die ersten Songs sogar live in der ARD präsentieren. Doch dann funkte das Coronavirus den beiden Schlagerstars dazwischen. Die Schlager-Love-Story 2020 wurde auf Sommer verschoben. Doch das ist nicht alles an traurigen Nachrichten. Auf Instagram schreibt Thomas Anders: Ich bedauere die Verschiebung der Schlager-Love-Story 2020, habe aber auch Verständnis für diese Entscheidung des MDR. Wir hatten einen großartigen Auftritt in der Sendung geplant, um unser gemeinsames Album zuerst in Florians Shows zu präsentieren. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Album erst im Juni zu veröffentlichen und dann gemeinsam mit dem Publikum zu feiern. Ich finde es trotzdem nicht gut, dass auch das Album verschoben wird. Es ist doch fertig. Wir haben uns alle so darauf gefreut. Ich brauche dringend neue Musik zum Autofahren. Das ist wirklich übertrieben. Man hat sich so drauf gefreut, endlich das Album zu hören. Und nun? Einfach Enttäuschung pur. Dann könnt ihr wenigstens noch eins oder zwei Lieder veröffentlichen. Ich habe für die Showverschiebung Verständnis, aber das Album hätte wie geplant veröffentlicht werden können. Hat ja nichts mit dem Coronavirus zu tun. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Jetzt muss ich noch länger warten.